Willkommen zurück zum Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind hier in Route 212 angekommen. Welche eigentlich nur direkt neben Weideburg ist, denn Weideburg haben wir letzte Folge abgeschlossen. Und hey, auf dieser Route scheint es dauerhaft zu regnen. Ich habe im Großmaul von Weideburg ein seltenes Pokémon gefangen. Du musst da unbedingt auch mal hingehen. Ich kann es dir nur wärmstens empfehlen. Ja, da waren wir schon. Die Musik geht hier voll krass ab in diesem Gebiet. Ich meine, hier kann man Pokémon fangen, wenn man will. Ich glaube, hier gibt es gar nichts. Oh, ah, außer stecken bleiben gibt's hier. Oh Gott, weg hier. Und hey, ich meine, wenn man hier ein paar neue Pokémon fangen kann, wieso fangen wir dann nicht auch mal ein neues? Hier kommen wir übrigens lang. Das kann man hier tatsächlich ziemlich gut sehen in den 3D-Remakes. Auf jeden Fall hier in den Remakes kann man das ziemlich gut sehen, dass man hier dazwischen kann. Aber glaubt mir, ich habe mich als Kind richtig cool gefühlt, als ich das herausgefunden habe, dass man hier durchlaufen kann. Und das habe ich nur aus Zufall herausgefunden. Ich glaube, so wie jeder. Kannst du mit uns halten? Natürlich kann ich mithalten. Ich meine, guck dir mein Team an. Was hast du denn hier? Zwei Pokémon. Ich habe das Doppelte. Aber lass uns mal sehen, was du für Pokémon hast. Luxio. Nicht mal weiterentwickelt. Nicht mal weiterentwickelt hat er das. Und dann fragt er mich, ob ich mithalten kann. Bei Level 21. Also, du bist echt eine Witzfigur, weißt du das? Ja, Shellterra könnte das zwar regeln, aber ich denke, Traunfugi ist auch so stark genug, oder? Oder überschätze ich dich? Nein, ich hab dich richtig eingeschätzt. Du kriegst das auch so hin. Ich meine, guckt euch den Levelunterschied an. Warum sollte ich das nicht einfach so hinkriegen? Bammelin. Ja, komm, Traunfugi kriegt das auch so hin. Ja, ist ein bisschen komisch, dass, die Hälfte unseres Teams Spitznamen hat und die andere Hälfte nicht. Traunfugil kann ich mir vorstellen, dass ich ihr später noch einen Spitznamen geben werde, aber Shellterra, glaubt mir, ich habe überlegt und überlegt. Mir fällt nichts ein. Mir fällt wirklich nichts Gutes ein. Ich könnte es irgendeinem Namen geben von Zuschauern oder so. Das ist das Einzige, was mir einfallen würde, aber das möchte ich nicht. Das ist wirklich eine Menge Energie. Habe ich schon mal gemacht, aber werde ich wahrscheinlich nicht nochmal machen. Wie wild ein Kampf auch sein mag, achte darauf, keine Äste von den Bäumen abzubrechen. Ja, ich werde es versuchen, danke. Oh, Toxin! Yo, die Termen... Toxin ist eine richtig gute Attacke. Und das meine ich ernst. Das werden wir auf jeden Fall jemandem beibringen. Doch wann und wem? Da muss ich noch überlegen. Na, fürs Erste soll es reichen. Da kommt man übrigens nur mit einem Fahrrad drüber, weil es so schmal ist. Ja, ist natürlich sicherer, mit dem Fahrrad da drüber zu fahren, statt einfach zu balancieren. Sicher. Sicher. Damals habe ich mir als Kind nichts dabei gedacht, aber heutzutage denke ich mir, wie unlogisch! Ich meine, okay, was erwarte ich? Ich spiele Pokémon. Das muss ich eigentlich nicht wundern. Aber naja. Oh, du wirkst ja ganz nett. Definitiv ein Trainer, der eine Forschung wert ist. Vielleicht will ich aber deine Forschung nicht mitmachen. Du komischer Vincent. Ein Abra. Du willst mich überzeugen und schickst ein Abra rein. Ein Abra. Kein Kadabra oder Simsalabim. Bam. Komm, Abra. Geh und komm erst wieder, wenn du gelernt hast, gegen ein Level 35 Traunfugil zu kämpfen. Oh, da kommt wohl sein Vater. Oder Mutter. Nee, Vater. Er will kämpfen, aber ist das... Was? Der exakt gleichen Level? Ich hinterfrag's nicht. Ich hinterfrag's einfach nicht. Entwickelt sich Abra schon so früh? Gott, diese Trainer sind echt komisch, ne? Aber es, leider liegt es am ganzen Spiel. Also ganz Diamant und Perl hatten sehr nicht so gute Trainer leider. Das werden wir auch öfters noch sehen. Das haben wir auch schon sehr oft gesehen. Aber ja. Meine Forschung kommt zu folgendem Ergebnis. Du bist eine harte Nuss. Ja, und du nicht. Im Großmaul lebt eine große Vielfalt von Pokémon. Das liegt daran, dass die ganze Zeit hier vor langer, langer Zeit komplett unter Wasser lag. Alles war unter Wasser hier? Oh Gott, was ist das hier für ein Labyrinth, wo ich hier gerade mich befinde? Alles für ein Item. Warum nicht?
An regnerischen Tagen bin ich richtig aufgekratzt. Aufgekratzt? Ist das ein Wort, was man heutzutage benutzt? Aufgekratzt? Das hört man selten. Entron. Aber ja, ich bin aber überlegen, weil diese Spiele halt so viele Copy- und Pasted-Trainer hat, dass ich vielleicht sogar manche Trainer rausschneide, die exakt gleich waren wie die Trainer, die wir vor ein paar Minuten besiegt haben. Passiert zwar nicht oft, aber im Fall würde ich es vielleicht machen. Es ist nicht einfach, mit einem Schirm in der Hand zu kämpfen. Bei dem exakt gleichen Kampf dann nochmal ein Video zu sehen, ist vielleicht ein bisschen langweilig. Würde es jeden Tag regnen, könnte ich meinen Schirm immer aufspannen. Könntest du? Du könntest ihn auch einfach so jeden Tag aufspannen. Ich meine, wo ist das Problem? Ja, ein bisschen Zink gefunden. Interessiert mich zwar nicht, aber ist cool. Kann ich bitte ohne Kampf durch? Nice. Ich würde nämlich gerne das ganze Gebiet hier erkunden. Ich habe nämlich einfach alles geskippt, weil ich diesen besonderen Weg gegangen bin, den man eigentlich nur gehen kann, wenn man die VM hat und ein Pokémon mit dabei hat, was die VM erlernt hat. Aber das hat man eigentlich in den originalen Spielen nicht immer und deshalb waren diese Wege besonders, aber hier sind die null besonders, weil man die immer gehen kann. Trainerkampf. Nicht? Oder kannst du nicht kämpfen? Ob ich im Moor verstecke? Natürlich nicht. Du bist vielleicht lustig. Ich könnte nämlich lediglich ein Schlammbad. Andernfalls würde ich doch wild herumzappeln und versuchen, die wieder rauszukommen. Okay, viel Spaß mit deinem Schlammbad. Okay, es geht eigentlich hier lang. Man muss immer dem Gras folgen. Und dann geht's hier lang, zack, zack. Keine wilden Pokémon bisher. Oh, gerade wo ich es erwähne. Also wir haben dieses Display wirklich sehr viel Pech mit den wilden Pokémon, oder? Wir finden die langweiligste an Langweiligkeit. 50 Ponitas. Jetzt noch mal ein Bidifas. Ich meine, ja, Bidifas und Bidifas kannst du überall fangen. Wow, das musst du bei mir jetzt auch noch mal unbedingt zeigen. Vor allem, wo ich auch schon eins habe. Hier könnte ein unsichtbares Item sein. Nein? Okay. Ach, dieses Moor ist aber echt nervig. Dass man da so richtig rein versinkt. Tipps zu Trainer. Wenn du im Moor feststeckst, kannst du dich für eine Weile nicht fortbewegen. Ach! Aber das ist kein Grund zur Panik. Strampel einfach ein bisschen herum. Es ist übrigens nicht möglich, mit dem Fahrrad durchs Moor zu fahren. Das sagst du mir, nachdem ich alles selber herausgefunden habe? Wow! Dieses Schild. Wow. Es gibt Pokémon, die bei Regen stärker werden. Echt? Wasser-Pokémon zum Beispiel würden stärker werden. Und Feuer-Pokémon würden schwächer werden. Da es regnet. Ja, ich weiß. Das hört sich logisch an. Und es ist auch logisch. In einem Pokémon-Spiel? Ja. Nicht alles unlogisch in einem Pokémon-Spiel. Vieles. Sehr vieles. Aber nicht alles. Gut. Goldini, hi. Und Goldini, bye. Norm. Fisch zum Mittag. Oder was für eine Uhrzeit wir auch immer in diesem Spiel gerade haben. Ja, komm, Bamelin gegen Boyolin. Wer wird wohl gewinnen? Also im Anime hat Pikachu trotzdem gewonnen, aber ich denke mal, dass ja, dass wir da keine Ausnahmefälle hier haben. Was? Kein Level Up? Wow. Die Niederlage lässt meine Tränen herabregnen. Ja, man nennt mich auch die Regendame. Die Regendame, weil du einen Regenschirm hast. Kreativ. Ich würde gerne meinen hübschen Schirm präsentieren, aber er wird im Regen dreckig. So ein Schlamassel! Tausche Terms gegen Scherben. Was? Was? Ich kann mich an diesen Ort nicht erinnern. Also an dieses Haus, ja, aber was haben wir hier gemacht? Nein. Meine große Schwester sammelt Scherben. Sie erinnert sich anscheinend an einem Ort, an dem sie vor langer Zeit mal gearbeitet hat. Okay. Wenn du 10 gleichfarbige Scherben findest, dann lass es mich wissen, ja? Ich gebe dir gerne eine Therme im Tausch dafür. Aber stand nicht im Haus was genau Gegenteiliges hier vorne? Tausche TMs gegen Scherben. Ja, okay, das habe ich jetzt falsch verstanden. Ich dachte, genau andersrum. Ich dachte, ich soll TMs geben. Nein, sie gibt TMs für Scherben. Purpurstücke Sonnentag, Indigo-Stücke Regentag, Gelbstücke Sandsturm, Grünstücke Hagelsturm. Ah, das sind die TMs, die man bekommt?
Das sind alles Wetterattacken, die man da als TM bekommt. Und die Sachen, die sie haben will, die Scherben, die kriegt man im Untergrund. Ja. Im Untergrund. Habe ich wirklich keine? Puh. Okay. Ich habe länger nicht mehr im Untergrund gespielt, deshalb dachte ich, ich hätte vielleicht noch ein bisschen was. Nope. Oh Gott, hier sind viele Angler. Das ist wirklich einer der riesigsten Routen in diesem Spiel. Also der ganze Weg von Waldeburg bis zurück zur 5. Arena. Klar kann man den anderen Weg gehen. Man kann dieses ganze Gebiet hier, was wir gerade beobachten, können wir theoretisch skippen. Aber wäre das nicht langweilig? Ich meine, ich würde schon alles zeigen. Ja. Ich würde schon gerne alles zeigen. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich zeige euch mal ein paar random Encounters, die man hier bekommen kann. Und sogar ein ganz bestimmtes würde ich euch... Lass mich raus! Würde ich euch sogar ganz gerne mal zeigen. Dieses wäre... Dieses Pokémon! Ein Pionskura! Ja, ich bin ja in einem ganz anderen Ort. Ich bin gerade tatsächlich in den Untergrundhöhlen. Ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, dass man auf dieser Route Pionskura findet. Aber ich habe mich getäuscht. Man findet es im Großmoor. Und ich dachte, diese Route wäre das Großmoor. Aber das war ja das in der Stadt, was wir schon gesehen haben. Und ja, deshalb bin ich nochmal in unsere Höhlen gegangen, weil das ist einfacher als 500 Pokédollar auszugeben, um es dort zu suchen. Man hat ja auch ein Zeitlimit, wie ich gehört habe. Also man findet Pionskura schon seit Anfang des Spiels im Untergrund. Tatsächlich ja. Aber ich wollte es erst jetzt mitnehmen, weil es vorher keinen Sinn gemacht hatte. Da es noch ziemlich schwach und nutzlos ist am Anfang des Spiels. Man kann es aber trotzdem am Anfang des Spiels fangen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Leider ist das Level von dem Ding auch nicht so... Oh, noch gar nicht so weit. Es kann Toxin von alleine schon. Das ist sehr gut, weil dann... Oh, ja, neutralisiert das Gift mal. Das ist ganz gut. ja, vom Level her ist es tatsächlich ziemlich gut. Ich dachte eigentlich, es wäre ein bisschen weniger. Aber nein, es ist tatsächlich ziemlich hoch. Wird wahrscheinlich an den Orden liegen, habe ich gleich gemerkt. Ja, die Orden erhöhen auch die, die Level der Pokémon hier unten. Und ich meinte ja mal, je mehr Orden man hat, desto weiter wird der Untergrund erhöht oder erweitert. Das stimmt so nicht. Ein paar Updates zum Untergrund, wo ich gerade auch hier bin und das Ding versucht zu fangen. Es ist tatsächlich so, dass je weiter man im Spiel ist, egal wie viele Orden man hat oder wie wenig Orden man hat, je weiter man allgemein im Spiel ist, desto mehr Variationen an Pokémon bekommt man. Also wenn du an dem Story-Punkt angekommen bist, dann passiert das und das. Und noch was ich sagen könnte. Diese besonderen Shiny-Statuen haben nichts mit Shiny-Pokémon zu tun. Das sind einfach bessere normale Statuen. Was ich ziemlich lame finde, was auch sehr verwirrend ist. Aber ja, genau so sieht's aus. Und es sollte auch genauso aussehen, wenn der Superball dort einfach stehen bleibt. Das Ding da drin ist, wollte ich sagen. Ja, normalerweise schneide ich sowas raus, wie ich ein Teammitglied fange, weil... Verdammt. Naja, was will man hier sehen? Ich fange halt ein Pokémon, ne? Aber... Weil wir das sowieso bald bei besonderen Pokémon, ohne zu spoilern, machen werde. Werde ich hier das auch mal drin lassen. Vor allem konnte ich euch ja jetzt live ein paar super tolle Tipps geben. Oder unnötige Informationen, die ich hoffentlich einen Tag versüßt haben. Keine Ahnung, was ich laber. Ich will die Lücken füllen, weil das Ding nicht am Ball bleibt. Obwohl es so weit runter ist mit dem Leben jetzt. Ein Volltreffer. Ey, es hört einfach nicht auf mit Nahrakete. Komm schon. Warum kann man die Attacke bis heute nicht vorskippen? Ich verstehe es bis heute nicht. Das ist eine super nervige Attacke, die niemand gebraucht hat. Ich werde das Ding jetzt verwirren. Okay, du bist jetzt verwirrt. Okay, im Hyperball wollte es dann endlich drinne bleiben. Gut, er mag wohl keine Superbälle. Hyperball ist eigentlich drin, hat nur sehr, sehr lang gedauert. Ja, wir haben einen Pionskura. Und der eigentliche Grund ist, warum ich es ins Team nehmen wollte, ist einfach, ich finde dieses Viech, vor allem die Weiterentwicklung, ja, die Entwicklung ist okay, aber ich finde vor allem die Weiterentwicklung sehr, sehr cool. Ich habe es das erste Mal im Anime gesehen, so habe ich überhaupt von diesem Viech erfahren. Und keine Ahnung, ich wollte es schon immer mal haben, aber weil man die Vorentwicklung so wie Sand am Meer findet, habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund gedacht, dass das Ding ziemlich schlecht wäre. Aber nein, das Ding ist vor allem später im Spiel ziemlich gut. Moment, kann ich nicht einfach wieder in die Oberfläche?
wenn ich wüsste, wie es geht. Ein bisschen länger nicht mehr gespielt im Untergrund. Muss ich zugeben. Okay, ihr seht, wo ich bin, wo ich gegoogelt habe. Ja, aber wir haben jetzt ein neues Teammitglied. Und ich sollte vielleicht mal zurück zur Stadt. Aber wenn ich jetzt in die Stadt gehen würde, ich müsste durch den ganzen Moor laufen. Das ist doch ziemlich nervig, oder Leute? Deshalb, was wir machen könnten, ist Fliegen einsetzen. Das haben wir auch noch nie gesehen. Bin gespannt, welches Pokémon uns jetzt rüberfliegen wird zu Weideburg. Moment, was? Erkunde Weideburg ist die nächste Quest? Warum ist das die nächste Quest? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, eigentlich nicht. Nö, eigentlich nicht, oder? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Und man hat gesehen, dass ein Staraptor einen rüberfliegt. Sah zwar sehr, sehr cool aus, aber why? Bisschen fragwürdig, wie ich finde. Aber was ich jetzt noch fragwürdiger finde, ist... Wo geht's lang? Ich dachte, nach links geht's lang. Aber Spiel sagt gerade, ich muss noch was in Weideburg erledigen. Ich weiß nicht, ob das nur ein Fehler ist oder ob es hier wirklich noch was für mich zu tun gibt. Muss ich mit dir irgendwie reden oder so? Ha, endlich ist das Paket aus der Lagerhalle in Schleide angekommen. Jetzt gibt's nichts mehr ab zum See. Das ist eine sehr wichtige Mission und Versagen ist keine Option. Im Großmoor gibt es zu viele Störfaktoren. Davon darf ich mich nicht ablenken lassen. Du hast mein Selbstgespräch gerade belauscht, oder? Los, gib's zu! Wenn ich nicht so in Eile wäre, würde mein Pokémon dir die Ohren langziehen. Ich bin auf dem Weg zum See, da habe ich keine Zeit für dich. Wage es nicht, mir zu folgen, verstanden? Oh, die Story geht hier noch weiter. Ups, und ich dachte, links geht's weiter. Tja, immerhin haben wir aber dadurch ein neues Teammitglied bekommen, was tatsächlich höher gelevelt ist als die anderen. Also, die meisten anderen, auf jeden Fall. Das ist ziemlich lustig, wie ich finde. So, Scorpio. Willkommen im Team. Scorpio, starrt auf deinen Kopf. Für die Leute, die es nicht wissen, Scorpio ist vom Typ Giftkäfer. Aber wir sollten auf jeden Fall in der Weiterentwicklung nochmal vorbeischauen, welchen Typen es hat, denn das ändert sich. Aber ja, kleiner Skorpion. Ist ganz cool. Du stehst einfach rum. Ah, lass mich in Ruhe! Wenn unser Experiment gelingt, wird unser Boss in der Lage sein, eine ideale Welt zu erschaffen. Da werde ich mit Sicherheit jetzt nicht meine kostbare Zeit mit dir verschwenden. Also bleib gefälligst, wo du bist und lauf mir bloß nicht hinterher. Oh, hi Patrick. Ups! Hey, ich hab das Gefühl, wir rennen immer ineinander, wenn wir uns treffen. Ich mach das echt nicht absichtlich, haha. Na, wie geht's dir, Maike? Trainierst du wohl gerade deine Pokémon, was? Dann will ich mal testen, wie stark ihr inzwischen geworden seid. Was? Was? Ich kann mich an das Ganze nicht mehr erinnern. Was? Gab's das in Platin auch? Und wenn ja, was? Warum kann ich mich daran nicht erinnern? Das ist etwa immer noch nicht entwickelt. Patrick. Bro. Was ist falsch mit dir? Wir haben ziemlich gute Attacken. Vor allem Toxin gefällt mir sehr, sehr stark. Die anderen sind auch ganz gut. Nachthieb kann man gut verwenden. Nahrakete ist auch ganz gut. Käferattacke. Aber was passiert hier gerade? Und warum hast du dein Pokémon so nicht entwickelt? Komm, Tricky. Zeig ihm, wo der Hammer hängt. Stimmt, wir müssen noch einen Ball machen für meinen Pokémon. Oh, das war dann in der nächsten Folge, glaube ich. Das mache ich ja einfach das für Fun, weil ich es halt mal machen will. Was richtig krass ist aus den Bällen, mache ich noch nicht. Das mache ich vielleicht mal irgendwann im Stream, wenn ich mal dafür Zeit habe. Aber jetzt ist es halt immer so, immer wenn ich das Spiel starte, ich will halt weiterspielen. Ich will mich nicht an kleinen Features aufhalten, auch wenn ich dann meistens im Untergrund bin. Aber still, Level Up finde ich da nice. Und das nächste Pokémon ist ein Bamelin. Ach, come on. Come on! Bamelin! Kein Bäuelin! Guck dir mein Team an. Okay, guck dir mal mein Team an. Und jetzt guck dir nochmal dein Team an, Patrick. Merkst du was? Merkst du was? Ja, wie er mich da tauntet. Yeah, komm her, komm her! Ja, willst du wirklich deine Pokémon in diesen Kampf schicken? Willst du einfach aufgeben? Du kannst aufgeben. Ich kann natürlich nicht fliehen, weil ich habe keinen Aufgebe-Button. Ich habe nur den Fliehen-Button. Leider aus irgendeinem Grund gibt es immer noch, aber...
Auch Roselia! Ich meine, gut, bei Roselia kann ich es verstehen. Du brauchst, ich meine, irgendwie so einen Stein oder Freundschaft oder irgendwie sowas brauchst du zum Entwickeln, aber... wirklich? Immer noch nicht entwickelt? Also, come on. Ich meine, es war... Ich weiß nicht, irgendwas mit... Entweder Freundschaft war es oder ein Stein. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall. Diese Kämpfe sind einfach lächerlich. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach zu OP bin. Ich habe alle Trainer bekämpft. Alle random Trainer, die da rumstanden, habe ich alle vorgelesen. Alle eine kurze Screentime gegeben. Und das gibt mir jetzt... Man sieht, dass du deinen Pokémon gut trainiert hast. Ja, bei dir nicht. Oder coole Animation, aber man sieht einfach, dass ich das nicht hätte machen sollen, weil jetzt bin ich viel zu OP wegen den neuen XP-Chair und du hast überlebt. Du setzt Steigerungshieb ein bei einem Pokémon, was eine Runde überlebt. Die Attacke macht Sinn, wenn du sie mehrmals hintereinander einsetzt. Du bist nächste Runde down. Du setzt Steigerungshieb ein. Du siehst sogar vor dir ist ein Wasser-Pokémon. Du bist Feuer-Pokémon. Du weißt, dass du nicht lange überleben wirst. Oh Gott, dieses Spiel. Ich krieg langsam Kopfschmerzen bei dieser KI. Oh mein Gott. Patrick, schäm dich und denk darüber nach, was du falsch gemacht hast. Bitte. Was? Du willst mir weiß machen, dass ich verloren hab? Ich will dir sogar noch mehr weiß machen als das. Na gut, vielleicht bist du seit unserem letzten Kampf tatsächlich etwas stärker geworden. Aber da hast du mich echt auf dem falschen Fuß erwischt. Nur so kann ich mir meine Niederlage erklären. Patrick. Entwickel deine Pokémon, drück nicht immer B. Nur weil du alles vorskippen willst. Ich weiß, du bist ein krasser Speedrunner, weil du immer rennst, aber... Drück nicht immer B. Wenn das Pokémon was von dir will, dann lass es ausreden. Okay? Sag mal, was war eigentlich mit den komischen Typen von die Galactica eben? Da stand ja einer, bevor ich dich angeredet habe. Stimmt, deshalb sind wir eigentlich hier. Ich weiß ja nicht, was er vorhat, aber ich an deiner Stelle würde ihm folgen. Wer so schnell wegrennt, kann nichts Gutes im Schilde führen. Es sei denn, es handelt sich dabei um ein Pokémon. Also gut, Michael, nächstes Mal halte ich mich nicht mehr zurück. Hörst du? Aha. Na gut, auf geht's. Bei dieser entspannenden Musik. Du, ich kann mich an diesen Rüpel kann ich mich erinnern, aber ich dachte, der kommt erst zum einen... Kommt... Nee. Nee, das stimmt, da würde ein jetzt kommen. Aber an den Rivalenkampf kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Wo ist er eigentlich? Ist er nicht hier auf der Route? Ich dachte, wer... Oh doch, hier ist er. Um das hier herstellen zu können, mussten wir dem Windkraftwerk Energie klauen. Nur einem wissenschaftlichen Genie wie unserem Boss konnte dieser Coup gelingen. Du hast mein viel zu lautes Selbstgespräch ganz dreist belauscht. Du bist vielleicht eine Nervensäge. Das viele Rennen hat mich allerdings total geschlaucht. Einen Kampf werde ich mir also nicht mit dir liefern. Das kannst du vergessen. Zu Angst? Zu viel Angst? Wo ist er denn? Ist er hier oben? Ist er im Hotel? Nein. Ist er hier oben im Hotel? Über dem Hotel? Oder bei den ganzen Ebenen hier? Du musst hier doch irgendwo sein. Ach ja, hier ist er. Warum renne ich überhaupt so wild durch die Gegend? Das neue Universum, von dem der Boss erzählt hat. Ich bekomme richtig Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Gut, dass wir das hier haben. Du hast mein viel zu lautes Selbstgespräch ganz dreist schon wieder belauscht. Verflixt. Ich werde schon hinterherkommen. Und wovon redet der eigentlich? Hä? Er steht einfach hier. Hä? Rennst du überhaupt? Was zur... Bist du mir immer noch auf den Fersen? Dabei ist der See doch schon in Sicht. Du lässt mir keine andere Wahl. Mein Pokémon wird es dir zeigen. Okay. Ein Pokémon. Sag mir bitte nicht, es ist ein... Ein Charmian. Es ist zumindest hochgelevelt. Es ist zumindest... Kannst du zumindest etwas? Nein. Nein, kannst du nicht. Okay. Dann bist du jetzt weg mit unserem neuen Scorpio. Piu, piu. Ich weiß nicht, ich mag Scorpio. Also, Pion, Scora. Ich will jetzt in diesem Let's Play eine Chance geben, sich zu beweisen. Für die allen Male, dass ich es
immer ignoriert habe. Obwohl ich es schon immer wollte, habe ich trotzdem ignoriert. Und jetzt soll es mal zeigen, was drauf hat. Ja gut, gegen Charmian, ich meine, ist ja nichts Besonderes. Aber es gibt auch bestimmt wichtigere Kämpfe, wo es sich beweisen kann. Puh, wäre ich nicht gerannt, dann hätte ich wohl härter kämpfen können. Nein, selbst dann hättest du nicht härter kämpfen können. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Ich muss das hier dem Commander bringen. Ein Jammer, dass ich es nicht so am See ansetzen konnte. Nun, wie langsam er ist. Er kann nicht mehr rennen. Er ist aus der Puste. Ja, dann rennen wegen Münte. Ja, hey, Cynthia. Oh, hallo. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht's mit deinem Pokédex voran? Ich bin eigentlich hier, um mehr über die alte Legende herauszufinden, die sich um den See rankt. Aber der See scheint momentan für die Öffentlichkeit versperrt zu sein. Weißt du, von welcher Legende ich spreche? Sie handelt von einem rätselhaften Pokémon, das sich auf einer Insel in der Mitte des Sees aufhalten soll. Und laut der Legende ist es Menschen nicht geschottet, den Ort zu betreten, an dem es lebt. Aber jetzt mal ganz was anderes. Hast du die Gruppe von Entern auf Route 210 gesehen? Ja. Dann weißt du ja, wovon ich spreche. Auf Route 210 gibt es doch dieses Café. Und gleich in der Nähe treiben sich Entern herum, die sich den Kopf mit ihren, Händen halten? Ich dachte mir, dass du ihnen diese Medizin verabreichen könntest. Vielleicht hilft es ja. Du arbeitest schließlich an einem Pokédex, da lohnt es sich bestimmt. Säckchen Geheimmedizin erhalten. Oh, danke. Als ich jünger war, bin ich auch mit einem Pokédex auf Abenteuerreise gegangen. Ich hoffe, dass du irgendwann mal einmal wirklich jedes Pokémon da draußen sehen kannst. Vielleicht schaffst du es ja sogar, das Geheimnis, um das rätselhafte Pokémon zu lüften. Ich muss jetzt los, bis bald mal. Aber ich dachte, diese Konversation mit Cynthia war anders. Und nicht jetzt? Auch sehr komisch. Den See schützen. Es ist gut zu wissen, dass es auf der Welt noch solche bewundernswerten Menschen gibt. Ich glaube, der Mann hieß Cyrus. Cyrus? Wer? Uns wurde aufgetragen, niemanden in den See, in der Nähe des Sees zu lassen. Wieso? Na, keine Ahnung. Ich mach's das Geld. Okay. Alles klar, aber ich glaube, das war jetzt alles nur für die Story. Und jetzt hilft den Entern auf Route 210. Aber... soll ich jetzt nicht nach links? Ich bin gerade verwirrt. Ja, ich habe jetzt die Medizin bekommen und kann jetzt auch hier oben zu Alice Sees. Welches direkt wie nach Ewigenau führt. Wo wir sind jetzt erstmal getroffen haben, aber... ich meine, man muss erstmal hier unten lang. Ich bin mir sehr sicher, dass man erstmal den ganzen Weg hier unten lang gehen muss. Und deshalb werde ich genau das auch tun. Denn es ist mir egal, wie es weitergeht, laut Story. Ich bin mir... wie es wackelt. Ich bin mir sehr sicher, dass es dort hinten weitergeht. Und ach Gott, das dauert mir jetzt aber echt zu lange. Da fliege ich doch jetzt einfach ganz bequem wieder dorthin. Ja, ich könnte auch ganz bequem wieder nach Herzhofen fliegen. Aber wir wollen jetzt doch die riesige Route anschauen, oder? Also, ich würde das gerne machen. Lasst mich. Nein, ich will mit dem Fahrrad fahren. Das ist schneller. Ups, ich wollte es eigentlich wegtun. Verwechselt immer die Steuerung. Oh Gott, ich... halte mich hier überall auf in diesem Spiel. Verdammt, ich will doch nur weiterkommen. Und wisst ihr was, ich gehe jetzt diesen Fahrradweg hier, weil das andere zu lange dauert. Komm, Random Bilizer, hilf mir hier durchzukommen, schnell. Bevor die Folge vorbei ist. Obwohl, ich glaube, die wird sowieso jetzt gleich vorbei sein. Lass mich durch. Schnell. Nein, Scorpi, was gibt's denn? Ja, du bist ganz süßes Skorpionviech, was mich nicht umbringen will. Aber lass mich, ich muss schnell durch. Komm schon. Immerhin hören wir jetzt auf dem ganzen Weg diese entspannte Musik. Jetzt nicht mehr. Siehst du nicht, dass ich angle? Also sei mal ruhig. Du verscheuchst mir sonst alles. Ach, verdammt, mein Körper ist schon wieder verscheucht. Okay, du hast es nicht anders gewollt. Oh, Niklas, wir kämpfen mit seinem... Garados. Oh, ich habe gerade ganz kurz Goldini gelesen. Nein, ein Garados. Okay. Du kannst einem wirklich Angst machen. Also, wenn ich jetzt nur ein Pokémon hätte, dann vielleicht, aber... so. Glaube ich nicht. Wo ich muss aufpassen. Ich glaube, das Ding hat irgendwas sehr Effektives gegen mich, oder? Oh ja, Ice Sun. Ouch, ouch. Nee, es ist recht sehr effektiv. Okay, habe ich das verwechselt.
Ja, wen schicke ich denn jetzt rein? Ja, komm. Tun wir einfach mal Chelterer wieder rein in den Kampf. Warum nicht? Ja, warum denn auch nicht? Ich kann euch auf jeden Fall sagen, Leute, in der nächsten Folge werden wir uns noch den Rest dieser Route anschauen. Und sobald wir die Möglichkeit haben, Arena-Leiterkampf machen und die Enton, den Enton helfen. So nehme ich das Spiel weiter. So steht es geschrieben im Buche des Pokémons. Mit S, ganz fett geschrieben mit S. Wie es weitergeht, ja. Also seid auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei, sonst habt ihr keine Ahnung, worum es überhaupt geht. Aha, jetzt ist mir der Sieg auch durch die Lappen gegangen. Tja, da hättest du wohl mehr als ein Gyarados haben sollen. 6 Gyarados. Fürs Angeln und Kämpfen braucht man Feingefühl. Feinfühlig bin ich allerdings auch. Tja, hat wohl nicht ganz gereicht. Fall da nicht rein ins Wasser. Oh Gott, du stinkst.